Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 2. Im letzten Mal haben wir ganz schnell auf die Nüsse gekriegt von Torwin, weil ich den Schleudersitz betätigt habe, aber anders war das für mich nicht zu machen. Ich kann im Ferret einfach gegen so viele Schiffe nicht gewinnen. Ist halt einfach so, kann man nicht ändern. Und deswegen unsere nächste Mission hier in Niven und gucken mal, was wir heute hier zu tun haben. Ich hasse den Ferret. Oh, das Ding ist so furchtbar. Egal. Diese Mission muss ich jetzt packen. Legen wir los. Okay, hier ist nichts. Fliegen wir weiter zu NAV 2. Mal gucken, was uns dort erwartet. Unidentified. Yay! Eins habe ich zerstört. Okay. Das sind Stealth Fighter. Das sind Stealth Fighter. Oh, Rakete, Rakete, Rakete. Drei Raketen. Hilfe! Oh, weg sind sie. Fuck, ey. Down ist er. Ich glaube, den habe ich zumindest noch getroffen. Gucken. Verdammte Starfighter. Verdammter Mistkerl. Ich muss den unbedingt erwischen. Oh, komm schon. Shit.
immer noch nicht getroffen. Na also, geht doch. Aber meine Front-Armor ist weg. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Hilft aber nichts. Aber das ist der Beweis. Die Concordia, die Tigerstar wurde von Tarnschiffen zerstört. Und wenn wir zurück sind, werden wir es allen beweisen. Sofern wir überhaupt heil zurückkommen. Oh oh. Oh, da ist eine Rakete. Autopilot, weg hier. Da habe ich offenbar die beiden Stealthfighter direkt im Anflug gekillt. Kommunikation, hallo. Stopp. Voller Stopp. Voller Stopp, hallo. Irgendwas stimmt hier nicht. Komm. Wo ist die Concordia? Da. Request Landing. Affirmative, so. You are clear to land. Jetzt aber. Okay, so schwer war das doch nicht, aber der Beweis ist da, es gibt diese Stealthfighters. Ha! Jetzt zeigen wir es, Talvin. Sofern die Landung jetzt mal funktioniert. Geschafft. Da ist es mir also doch glatt gelungen, die angreifenden Stealthfighter direkt im Anflug abzuschießen. Das ist natürlich klasse. Es ist unglaublich, dass sie uns einfach nicht glauben wollen. Es ist unglaublich. Diese Tarnschiffe existieren, ich meine, wir haben es alle gesehen. Aber offensichtlich hat unser Flugrekorder wovon ein Treffer abbekommen. Oder jemand auf dem Schiff hat die Datenscheibe zerstört. Aber wie es in dieser Sache weitergeht und was wir als nächstes in Gorakar zu tun haben, das erfahren wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 2. Bis dann.